Und ah, jetzt. Ah, okay. That was weird. Dann haben wir noch ganz gerne. Ist es denn? So. Und den Streamtitel hätten wir gerne noch beendet, verändert. Geendet. Gut. Um nochmal kurz aufzuklären, Mortal Shell ist ein, ich nenne es mal, cinesiastisches Souls-like, was aktuell, naja, nicht in Early Access, aber es gibt halt eine Pre-Release-Demo. Das ist nicht das gleiche wie Early Access. Das Ding ist zwar exclusively im Epic Store vorhanden, aber das hat mich jetzt mal nicht gestört. Weil das sieht halt schon echt schweinegeil aus und ich will das jetzt auch nicht unbedingt an mir vorbeiziehen lassen, auch wenn ich mit dem Epic Store hart auf Kriegsfuß stehe. Jetzt habe ich es halt installiert und mal sehen, ob ich denen Geld gebe oder nicht für das fertige Spiel. Aber aktuell sieht es halt so aus, weil es echt ein gutes Game ist bisher. Naja, mal sehen. Das ist Zukunftsmusik. Wir hatten die Demo schon mal gespielt. Das war allerdings irgendwie schon nach einem relativ langen Stream und ich war nicht mehr so ganz aufnahmefähig. Bin gefühlt deswegen 90% der Zeit gestorben und das Kampfsystem ist auch ein bisschen eigen und anders, als jetzt man es von Souls gewohnt ist. Aber war weitem auch nicht schlecht. Ich fand es echt gut. Okay. So viel vorneweg. Gebt mir gerade noch eine Minute. Mortal Shell, passt, let's go. Okay. Wir fangen auch einen neuen Charakter an, würde ich sagen. Ich habe den Playthrough vom letzten Mal quasi noch ein bisschen fortgeführt und ein bisschen mehr gespielt. Wie man sieht, wir sind jetzt inzwischen hier bei 4 Stunden. Aber ich fange mal was Neues an, auch wenn man das Tutorial dann vielleicht neu bestehen müssen. Aber das soll es mir erstmal wert sein. Wie sind die Kameras? Die jetzt laggy? Nicht wirklich. Sagt mal Chat, ob euch auffällt, dass die Kamera leicht hinterherzieht. Beyond the grip of the familiar, a threshold demands to be crossed. The mortal shell yearns for meaning, awaiting a glimpse of the true purpose. Und das sind wir. Schissem-Mensch. Schälste Ei, Frau Netz. Es gibt hart geschält. Schönen guten Abend, Herr Leulerich. Wie geht's? Hast du schon gespielt, die Demo? Ja, das Tutorial haben wir schon bestanden. Das ist alles nichts Außergewöhnliches. Deswegen hüpfe ich da schnell durch. Das müsste eigentlich schnell machbar sein. Allerdings den Hauptteil der Demo, das ist das, was mich wirklich interessiert. Nee, hast du nicht? Tu das. Ist echt gut. Es ist halt Epic Store Exclusive aktuell, aber. You can harden. I know. Sind meine angepassten Steuerungen noch aktiv? Scheint so. Look at me, I'm so hard. Bin ja ein Frevler und bin schon bei Epic. Ey, gut, dann. Dann hast du ja kein Problem damit. Umso besser quasi.
Ist Hades auch exclusive? Echt? Shit. Oder es war zuerst in Epic, oder? Ja. War exclusive. Ja. So. Ja, das stimmt noch. Das stimmt noch. Parry kann ich noch nicht. Gut. Jetzt haben wir hier den kleinen Tutorial-Boss. Lock on. Light Attack. Oh, ja, ja. Ja, lass mich. Also ich soll jetzt machen Harden Wild Attack, also quasi. Ne. Lass mich! Auch nicht. Lass mich. So. Shit. Falsch rum. So. Hä? Jetzt ging. Ach, es hat Cooldown. Verdammt. Der sieht so smooth aus. Ist die Framerate gut? Die Kamera spackt aber rum. Ich glaube, die kann ich auch ausschalten, oder? Lass mal gerade nochmal sehen. Wenn ich Games spiele, die sehr anspruchsvoll sind für meinen CPU, GPU, whatever, dann ist die Cam spackt immer ein bisschen rum. Ich sehe es nur gerade nicht wirklich. Oh ja. Ja, komm. Goodbye, Chat. See you later. Ich bin... Ich habe lieber gar keine Kamera als eine, die hinterher laggt. Auf 600 runter. Vielleicht auch keine schlechte Idee. Ne? Was hatten die aktuell? Das ist gar keine doofe Idee. Framerate, Exposure. Oh, ich kann die auch Advanced Settings wahrscheinlich, ne? Ich kann die Auflösung gar nicht einstellen in dem tollen Tool von hier. Achso, ich müsste dann in OBS wahrscheinlich umstellen. Das bringt aber auch nichts. Ah, doch hier. 720p. Ich drehe es mal auf 360p runter. Oh, Guten Tag, mein Name ist Sir Crust. Chef der krastigen Krabbe. Kannst deine Videosource runterstellen. Meinst du in OBS? Ja, aber das Problem liegt, glaube ich, nicht, dass es in OBS laggt, sondern dass es schon in dem Tool an sich laggt. Cycle through items, use items, open inventory. I know. Ich habe das Tutorial schon gespielt, also ich weiß schon grob, worum es geht. Was natürlich heißt, dass ich jetzt total übereifrig und über selbstsicher bin und diesen Kampf jetzt total verkacken werde. Wobei, was man sagen muss, der da Kampf, okay, der ist voll die Lüge. Der gibt einem ein ganz falsches Bild davon, wie gut die Ausweichmechanik ist. Weil als Schism-Mensch hast du so viel mehr Iframes als im tatsächlichen Spiel. Ach, na, ist aber gut. Das wollte ich nicht. Ich mach einfach das da. Shit. Oder ich mach's nicht. Ist okay. Ja, ja. Genau so geht's nämlich nicht. Gut. Mach mal die alte Taktik. Shit. Jetzt haben wir uns gegenseitig angehartnet. Überkonfitüre.
Klingt eigentlich sau lecker. Das klingt wie Marmelade, die von Monster oder von Rockstar oder so gemacht wird. Überkonfitüre. Shit. Ja, ist okay, verprügel mich doch. Oh, bitch, please. Mehr. Ich denke mal, so soll man den bekämpfen. Oh Gott, ich habe Cooldown gehabt. Das ist so klassisches Pokémon-Battle. Safcon gegen Safcon. Los, Safcon, Härtner. Okay, Safcon, benutze Härtner. Safcon, los, Härtner. Härtner BSC. Boah, Mango-Guarana-Konfitüre. Klingt eigentlich sau lecker. Okay. Ja, komm, kill mich. Ich bin nicht gut genug, um den ersten Boss da zu besiegen. Sorry, Miepleb. Das ist immer das Gleiche. Ich könnte halt das 500 Mal machen, dann habe ich gewonnen. TBH, etwas strange to look at. Das Tutorial ist echt ein bisschen komisch. Aber das ändert sich gleich. Das ist wirklich gerade so das Intro. Ich gehe mal davon aus, du hast vom Spiel dann auch noch nicht viel gesehen. Und so vom Setting her, weiß nicht. Würde ich fast sagen, du kannst alles, was du gerade gesehen hast, ignorieren. Und jetzt fängt das eigentliche Game an. Miatal, Xiao. Das Game ist vielleicht noch heller eingestellt, weil ich gestern Witcher heller eingestellt hatte. Ja, es ist echt hell. Fuck, ich muss wieder runterstellen. Excuse me, Chat. While I do... Also this. Ja, das kann zu dunkel sein jetzt, oder? Mal sehen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also. Wollte es spielen während meines Urlaubs, aber hab keinen bekommen. Oh, feels Batman. Nicht ändern? Echt? Ich find's so angenehmer. Das andere war ein bisschen verfälscht und auf Witcher 3 angepasst. Oder ist es jetzt zu dunkel? Nee. Parei, stimmt. So. Jetzt kommen wir ganze Perry-Gefuddel. Hör mir auf, Sieht schon nice aus. Ich habe auch Last of Us 2 hier liegen. Dort spielen Travis und ich übernächstes Wochenende durch. Namaste, you guys. Good morning. Der Herr Ripplinger, einen wunderschönen guten Morgen. Na du, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Ich muss mich ganz kurz wieder dran erinnern, wie das Spiel funktioniert und ein bisschen in Super Pussy Mode spielen. Amitofu? Gut, das freut mich zu hören. Und selbst, ja, kann mich kaum beklagen. Kameras. Ein ganz kleiner Delay ist drin, aber nicht schlimm, glaube ich. Lass mal Folgendes machen. Wir machen das Anfangsgebiet hier durch. Ich weiß schon grob, was ich tue, ne? Und lass mich verprügeln. Zum Beispiel
Nee, ich will eigentlich parieren. Warte. Ich will mal Dark Souls 1 Parry machen. Okay. Das sah gut aus vom Timing her. Ja. Okay. Wir lernen das Parry-Timing neu. Ich weiß schon grob, wie ich mir den Artefakt decken lasse. Das ist definitiv ein Arnie-Verdeckelspiel. Aber als ich es nach dem letzten Stream noch ein bisschen selbst gespielt hatte und den Dreh raus hatte, war ich recht erfolgreich. Nur du musst auf jeden Fall schon ein bisschen in so in the Zone kommen. Roasted Red! Vor allem der größte Unterschied zu, ich sag jetzt mal, Dark Souls 1, 2 oder 3 ist, du hast kein Estus. Punkt. Du kannst dich nicht heilen. Zumindest nicht wie mit Estus. Du kannst dich heilen, indem du Leute parierst. Aber auch nur, wenn du deine Parierleiste voll ist. Und das alleine ist schon. Uff. Ja, aber zart, Kollege. Oh, no, no, no. Gut. Jetzt habe ich da unten ein Parierleisten-Ding voll. Oh, ist mein Controller ist ein ganz klein bisschen im Weg. Da das Gelbe über meine HP-Bar. Wenn das eins voll hat, dann kannst du dich einmal mit einer Parry heilen. Und das heilt gar nicht so viel. Heilen hätte ich für nötig empfunden, wenn das Game nicht so macht, was ich gerne wollte. Das könnte halt echt auf lange Sicht ein bisschen für den Arsch sein. Es gibt halt so, ja, du kannst Pilze essen und Ratten am Stück gibt's. Nee, am Stück, am Spieß. Das Gleiche. Und das sind halt so Heals over Time. Aber noch viel langsamer als jetzt so ein Healstone zum Beispiel in Dingens. Habe ich mich nochmal an Resistance versucht? Ne. In der Tat habe ich aufgegeben. Ich habe aber auch kein Resi 3 mehr gespielt seit damals. Ich war einfach mit so vielen anderen Spielen beschäftigt. Gut. Was aber der große Vorteil ist vom Kampfsystem, was das, wenn man es beherrscht, glaube ich, das Heilen so ein bisschen nicht ganz so relevant macht, ist, dass du, wenn du richtig spielst, oder wenn theoretisch in jeder Sekunde des Spiels blocken kannst. Ne, auch so mitten während dem Angriff kannst du quasi blocken. Und das gibt halt sehr viel Freiheit, deine eigenen Fehler zu korrigieren. Was hältst du von dem Resi 8? Gut, man hat erst einen Trailer gesehen. Sehr interessant. Hat mich ein bisschen an Resi 4 erinnert. Von der Art und Weise, wie die Village potenziell funktioniert. Aber sehr geil, ich bin sehr gehypt. Hi, Bo. Ich glaube nicht, dass es so gut wird wie 7 oder 2 oder 3 Remake. Aber das sind auch verdammt hohe Ansprüche. Das ist ein Rattenburger. Welcher Film? Frag mich nicht nach Filmzitaten. Lol, das war's doch. Aber ich weiß, dass es aus einem Film ist. Oder aus einem Spiel? Spiel? Film? Film? Wenn du so sagst. Oder du willst mich foppen. Ja, das wäre.
Okay, vielleicht um es mal gerade nochmal zu erklären, ich habe das Tutorial ja einfach so überflogen, mehr oder minder. Das Spiel basiert sehr zu großen Teilen auf der Tatsache, dass ich meinen Körper quasi in solides Stein verwandeln kann. Wann immer ich will. Und wenn ein Gegner dich schlägt, während du aus Stein bist, kriegst du keinen Schaden. Und B, ist der halt nicht gestunt, aber so ein bisschen gestaggert von der Geschichte. Ist da noch einer, den ich gepult habe? Ne, okay. Kann ich dich parieren? Jetzt kann ich. So, das heilt mich jetzt quasi. Nicht viel, aber es heilt mich. Demolition Man! Fuck. Den habe ich aber auch seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, gefühlt. In your fucking face tonight. Ja. Wir kanalisieren unseren inneren, durstigen Friedrich. Und Gerüchten zufolge soll die Geschichte von Ethan weitergehen. Ja gut, das heißt Gerüchten zufolge. Ethan kommt ja im Trailer vor. Es würde mich wundern, wenn das nicht so wäre. Zweimal pro Jahr. Ich habe so Probleme, Filme zu gucken. Ich habe einfach so wenig Motivation, mich hinzusetzen und 2 Stunden lang das Gleiche zu gucken. Ja, ich weiß. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne eines 5-Jährigen mit 3 Dosen Red Bull Intus. Wenn es um Filme geht. Ja, stimmt auch nicht. Es gibt echt langsame Filme. Oder Filme mit langsamen Passagen, die mir echt gut gefallen. Ja, gut. Nee, nee, nee. Ja, wenn man den Bogen einmal raus hat, ne? Ist das Game? Herausfordernd, aber nicht, nicht übertrieben. Ja, was hältst du denn von der, vom Trailer? Ripley. Bist du gehypt? Es gab noch gar kein Veröffentlichungsdatum. Oder? So gar nichts. Gut. Ach, ja, ist okay. Stop. Au. Ja, du kommst mal bitte mit rüber, Kollege. Oh Gott. Ja, hab ich kommen sehen, oder? Ich werde im Zitat direkt das Gesicht aus Stallone vor Augen von mir haben, wie in der Kanalisation in den Burger beißt. Aber ich kann mir keinen Titel merken. Och ja. Bitch! Lass mich doch perrin, du Arsch! Ja. Arschiges Arschgesicht, ey. Perry-Timing ist noch nicht so in meiner Muscle Memory drin. Ich bin ein 35-Jähriger mit Red Bull. Haben die? Die haben mehr Aufmerksamkeitsspanne. Die sind einfach langsamer. Aus Prinzip, ich kenne das. Zeit ist nichts. Gott. Was? Zeit ist nicht sehr freundlich zu uns Menschen. Bye. Oh Gott. Lock on kaputt. Muss einfach sein. Das ist mein Birthright, in deinem Stream das zu sagen. Darfst du? Celerata. Um meinem Recht, das mir bei der Geburt in die Wiege gelegt wurde, tippe ich Dinge in den Chat. Guck mal hier, jetzt haben wir das ganze Startgebiet schon leer gemacht. Und sind, na gut, einmal halt gestorben.
und dann noch ein halbes Mal gestorben. Quasi. Das Kampfsystem erinnert mich interessanterweise schon so ein bisschen an... Naja, vielleicht nicht das Kampfsystem, aber das Art, die Art, wie Leben funktionieren, haben sich ein bisschen an Sekiro orientiert, was ich sehr cool finde. Unknown Effigy. So, pass mal auf. Jetzt kommt nämlich der coole Part von dem Spiel. Wir haben jetzt quasi unsere erste Mortal Shell quasi gefunden. Das ist dieser Kriegerboy hier. Boi. Großes B, großes O, großes E. Aber wie der Name Mortal Shell eigentlich nicht impliziert, aber wahrscheinlich implizieren sollte, findet man mehrere solcher Shells. Oh, und es gibt quasi Firekeeper-Tante, die voll cool ist. Das Design, ohne Scheiß. Eager for another taste, Foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around the bonfire here. What? Bonfire? Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? Yes. Give me the sip, Mama. Halb bin ich auch, muss mir aber halt nur vorher noch eine Konsole holen, weil die 8 ist ja nur für die neuen. PC nicht? Du hast gar keinen Gamer-PC, ne? Ach was, PS5 wird wohl zwischen 5 und 700 verfügbar sein? Also weitaus billiger als die... Was hat denn die PS4 bei Release gekauft? Die hat doch keine... Was hat die gekostet? Ich weiß es nicht. Ich, seit Demon's Souls Remaster überlege ich echt... ob PS5 für mich was ist. 700? Nein. Echt jetzt? Echt jetzt? Gott, sind Konsolen so teuer. Konsolenboy! Jedem das seine, ne? Whatever floats your boat. 450? Das klingt realistischer. Für 700 kriegst du einen Gaming-PC. Einen mittelmäßigen, aber du kriegst einen. Jetzt haben wir nämlich quasi die zweite Mortal Shell freigeschaltet. Können somit jetzt bei Bedarf zwischen diesem Charakter, dieser Klasse, und ja, dem anderen Kriegerfuzzi quasi hin und her schalten. Der hat zwar weniger HP und nur zwei Stamina, nee, nur zwei Riposte Balken. Der ist aber so sackschnell, der Kerl, im Vergleich zu dem anderen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Am 10. November 16 wurde die PlayStation 4 mit einer unverbindlichen Preise von 399 auf den Markt gebracht. Das googelt. 700 Gaming. Ja, du kannst natürlich dir auch einen Gaming-PC für 7000 Euro bauen. Das ist kein Problem. Aber ich sag nur, du kriegst einen für 700, der in Ordnung ist. Damals vor 5 Jahren die Xbox 499. Ist auch schon übertrieben, ne? 499. So, jetzt haben wir quasi den coolen Boy, Skeletor, freigeschaltet. Die Kapuze wackelt mich in doof im Wind. Oder allgemein wackelt die mich in doof. Aber fucking, guck mal, ist das nicht der coolste Charakter aus allen Souls-Likes ever? Guck mal. Ich meine, sehr subtil, aber ich finde den sau cool. Die Hand ist ein bisschen komisch, okay. Die Hand ist strange. Es ist fucking Skeletor. So,
heute einen Artikel gelesen über Game Prices. Ja, die sollen teurer werden. Weil Videospiele ja so unglaublich teuer sind zu produzieren, müssen wir jetzt Videospiele 70 Euro kosten lassen. Oder 80? Auf jeden Fall 10 mehr als jetzt. Na, mit Bobby Kotick 90 Milliarden. Oh, Jesus Christus. Wo kommst du denn her? Damit Bobby Kotick sich die ganze Welt kaufen kann. Fick dich, Bobby Kotick. Oh Gott, ja. Wieder weint über 60 Euro. Aber ich hab schon damals 120 Schmack. Für den SNES oder für die Games? 120? Nee. Die haben immer so ein... Also ich erinnere mich, dass Spiele mal 99 Mark gekostet haben. Mark. Habe ich mich verprügeln lassen, weil ich nicht mit dem Kerle gerechnet habe. Ich kann mich gerade nochmal heilen. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Leute sagen, okay, Videospiele herstellen kostet mehr. Und wir brauchen mehr Geld dafür. Ja, auf jeden Fall. Problem ist, 99% von dem Geld, was du für ein Spiel ausgibst, okay. Keine Ahnung, 75%. Und wenn es nur 50% sind, landen nicht bei den Entwicklern, sondern meistens irgendwo bei den CEOs in einer großen Tasche. Ja, zumindest zu viel. Guck dir mal an, wie die ganzen Chefis von den einzelnen Firmen sich die Säcke voll machen. SNES für Royal Rumble? 120 Schmack für Royal Rumble. War die Cartridge vergoldet. Ja. Lock on, bitte. Plus 1 oder die 2000 Mack. Das Konzept der D-Mark ist inzwischen für mich befremdlich. Ich kann nicht mehr einschätzen, wie viel so eine Mark wert ist. Das ist einfach zu lange her. Irgendwie, Kollege, klappt das nicht so ganz mit einer Kampfstrategie, habe ich das Gefühl. Oh Gott, no. Ich bin vergiftet. Weil Frosch. Und ich habe mein Giftding noch nicht drin. Ja, das ist mir klar. Ist mir klar. Jetzt habe ich die ganze Welt gepult. Wo kam der dritte jetzt her? Absolut dafür, sorry, mir den Namen entfallen gesagt, aber keine Mikrotransaktion, aber dafür mehr Grundpreis. Als wären dann keine Mikrotransaktionen mehr in den Videospielen, wenn die 70 Euro kosten würden. Die könnten 200 Euro kosten, es wären Mikrotransaktionen drin. Das wird nicht passieren. Tut mir leid, dir den Zahn ziehen zu müssen. Das wird nicht passieren. Mein Game ist gecrashed, potenziell. Feels Batman. Wie wär's, wenn wir einfach, weiß nicht, 60 Euro auf den Tisch legen? Wir kriegen das Spiel mit allem Content, ohne Mikrotransaktionen. Und nur 10% davon darf der CEO von der Firma sich in die Tasche stecken und nicht alles. Gut, ich glaube, Game is Crash. Ich guck mal gerade, ob das weiter will, wenn ich es aus dem... Oh ja, schön, Kamera grinnt. Ne, das Spiel hat sich, glaube ich, echt selbst zerstört. Okay. Wer ist auch hyped auf Cyberpunk? Hey, yo! DLCs kann ich leben. Das Ding ist halt, DLCs, die auf natürliche Art und Weise entstanden sind, wie wir haben ein Spiel gemacht. Das Spiel ist fertig. In dem Spiel ist alles drin, was ich mir... Ja, Crash Report, dankeschön. Was ich mir vorgestellt habe, was ich gern haben würde. Okay, wir haben neue Ideen für das Spiel. Wir machen DLC und machen den da rein und alles ist gut. So wie, ich sag mal, Souls das wahrscheinlich gemacht hat.
Fuck, Motte schon wieder. Ja. Aber nicht, ich mache ein Spiel, ich programmiere Content für das Spiel. Nehme Content aus dem Spiel raus. Taskmanager? Nee, auch nicht. Und verkauf den hinterher an Leute. Das geht halt nicht. Chat, Spiel ist kaputt. Das Game mag mich echt nicht. Inklusive Season Pass. Einmal, das wird nicht passieren. Larian Studios, kenne ich gar nicht. Vielleicht kenne ich ein Game von denen, aber es sagt mir so spontan nichts. Die Idee eines Season Pass ist schon von Grund auf. Die bringen Gifts. Ich finde, mehr wie 60 ist echt zu teuer. Komm auf das Spiel drauf an, ne? Ist halt auch Schwachsinn, dass alle Spiele dann irgendwie 60 kosten. Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, Last of Us 2 60 kostet, sage ich, ja gut. Ist halt, da wurde halt viel Energie reingesteckt. Okay. Jetzt kommt irgendwie fucking. Weiß nicht was. Raus. FIFA 12. Was eigentlich nur FIFA 12 ist, aber. Keine Ahnung. Ballacks, Sakare sind anders gerendert. Ja. Minecraft. Hey, Minecraft, wenn du da 60 Euro bezahlen würdest, theoretisch, die hättest du gut investiert. Season Pass ist behindert to begin with. Der Herr Leulerich, 2020. Die Quote des Jahres hast du damit. Könnt einer von euch? Einer? Einer von euch. Gut, dankeschön. Mit Raytracing von mir aus. Oh Gott, nach hinten rollen bitte. Also theoretisch, wenn wir jetzt diesen ersten neuen Charakter freigeschaltet haben, sollten wir eigentlich da unten in der der Krypta weitermachen und da den zum Boss eigentlich laufen. Aber ich farme jetzt mal noch ein bisschen, damit ich auch überhaupt eine Chance habe gegen den. Oh toll, Lock-On, dankeschön. Den Frosch würde ich gerne Lock-On, richtig. Okay. Guck mal hier. Wenn man den Bogen mal raus hat, ne? Ich finde den Artikel nicht mehr. Es hat ja, also unter anderem hat ja, wie heißt er denn noch? Jim Sterling hat darüber berichtet und viele andere Quellen haben darüber berichtet. Das ist halt, die Spieleindustrie kann theoretisch die Preise machen, wie sie wollen. Und wenn jetzt morgen EA sagt, ich verkaufe meine Spiele für 150 Euro. Wer würde sich denn wehren dagegen? Das Game ist ein bisschen laut, by the way. Warte mal, ich hab Poison. Ah, ne, müsste passen eigentlich. Vom Schaden her. Die Gamekosten sind brutal gesunken. Mit Inflation und allem. Ja, gut. Der Durchschnittspreis von Videospielen ist in den letzten Jahren gesunken. Natürlich, weil in den letzten Jahren halt Indie-Games und sowas populär geworden sind. Das muss er natürlich bei der Rechnung irgendwie rausrechnen. Das hat sie früher halt nicht, dass Spiele auf den Markt kamen und 20, 30 Euro gekostet haben, die aber auch in der Herstellung nur ein Zehntel, ein Hundertstel von dem gekostet haben, was jetzt Last of Us 2 kostet, ne?
Und ich glaube ja auch, dass Spiele wie, vielleicht nicht gerade FIFA, aber sagen wir mal Gears of War, ne, neu, dass da viel Geld reinfließt. Aber das... Vieles davon ist, glaube ich, weniger in die Qualität des Spiels gelandet, sondern mehr Missmanagement und in die falschen Taschen und so, keine Ahnung, ein bisschen brüderliches Geld hin und her geschiebe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt so ein Spiel, wie ich sag jetzt mal, denn das neueste God of War gekostet haben. Da siehst du aber auch jeden Cent, ne? 120 Schmack, ja was, 120 Schmack wären heute 60 Euro, ne? Passt doch. Habe ich auch gelesen, die Preise sollen bei 75 bis 80 landen. Wäre eigentlich mal so ein Standpunkt oder so eine Geschichte, wo die Gamer mal an sich sagen könnten, okay, fickt euch, wir kaufen nichts mehr. Bis die Games wieder bei, weiß nicht, 60 unten sind. Was ist das Argument? Dass Spiele in der Produktion zu teuer sind, das halte ich für ein Gerücht. Wenn man denn sich mal anguckt, wo das Geld hinfließt. Das Argument wird vielleicht auf den Tisch gelegt von den Leuten, die dafür argumentieren. Nüchtern betrachtet sieht man immer auch, dass mit wenig Geld auch Spiele gemacht werden können, die hohe Qualität haben. Das hier, ne, hat glaube ich keiner 100 Millionen gekostet oder was. Ich weiß nicht, was so ein Spiel kostet. Gears of War, was hat das so gekostet? Ein paar, 20, 30 Millionen? Kann ich gar nicht einschätzen. Gears of War Production Cost. Gears of War 4 Production Cost. 100 Millionen. Willst du mich verarschen? Ah, ne. Gears of War Judgment Cost. Der hat 60 Millionen gekostet und 100 Millionen eingebracht. Holy shit. $60 million. Und dann setze ich... Okay, ich weiß, ich bringe den Vergleich immer und der hinkt wie sonst was. Aber dann kommt Toby Fox, setzt sich hin und macht Undertale. Und das kostet, keine Ahnung, 3,50 Mark zu machen. Ja. Naja, ist ein mühseliges Thema. Und ich denke mal, da werden wir auch irgendwie keinen... Da werden die Gamer sich wieder was Ohr schlagen lassen und wir haben dann doch irgendwann die 80 Euro pro Game. Weil Spieleentwickler tun und lassen können, was sie wollen. Was die Preise anbelangt. So, jetzt farmen wir dir oben die Kerle noch ein bisschen ab. Weil... Okay. Ich brauche A... Seelen und B brauche ich... Ich nenne es immer Insight, weil es prinzipiell funktioniert wie Insight aus... Nein, nicht wirklich, aber ein bisschen wie Insight aus Bloodborne. Es ist eigentlich mehr... Oh Gott, ich habe nur einmal gedrückt. Da gedrückt zu halten. Wo? Okay, das war dumm. Boy. Boah. Das war keine Parry. Kannst nicht vergleichen. Ich weiß, ich kann das nicht vergleichen. Meine Grundaussage ist, du kannst auch ein gutes Spiel machen mit einem überschaubaren Budget. Das funktioniert ja eher andersrum. Du weißt doch, wie Budgetverteilung in der heutigen Gesellschaft funktioniert. Du kriegst Geld nicht, je nachdem, wie viel du verdient hast oder wie viel du schätzt, was kostet, sondern wie viel du das letzte Mal ausgegeben hast.
und wie viel mehr du quasi in Anspruch nehmen kannst. Dann weißt du doch. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gespielt und meine Seelen verloren. Lass mal wieder auf das Game konzentrieren. Das ist, ich werde so schnell, carried away, hinfortgewüht in dem Wind der Diskussion. Aber es ist ein interessantes Thema. Aber es macht mich gerade mehr wütend als alles andere. Oh Gott, das ist ein unparryable? Okay. Oh Gott. Diesen halt mit dem, ich nenne mal Thief, der hat auch einen Namen. Tier? Ich glaube, der heißt Tier. Sind die Overhead-Swings und eigentlich alle Swings von den Hellebarden-Typen sehr leicht auszuweichen. Und auch zu parryen eigentlich, aber ich bin mit dem Parry-Timing, bin ich noch nicht so ganz per Du. Bei den Kleinen geht das. Aber Ziel ist es erstmal jetzt den Charakter zumindest komplett zu leveln, in Anführungszeichen. Man kann nämlich quasi bei der Feuerkeeper-Tante sich für Seelen und Glimpses Skills kaufen. Und das wäre jetzt erstmal mein Ziel. Die quasi alle zu kaufen, um dann damit den Boss legen zu können. Und was wir tun sollten, ist den Händler leer kaufen. Und alles, was uns da irgendwie helfen kann, mitzunehmen. Ich weiß, sorry. Ne, ist in Ordnung. Brauchst du dich gar nicht zu entschuldigen. Ist ja, ich rede gerne über so Dinge. Absolut. Nur ich neige auch dazu, die Themen dann ein bisschen zu erbrechen, in die Länge zu ziehen. Und nichts Neues dabei zu sagen. Au. Au. Yo. Zwei Schläge tot. Gut. ist in Ordnung. Ich habe an den Ding gestanden und habe A gedrückt. Dann springst du normalerweise in deine Shell rein. Aber nee, dem ist anscheinend nicht so. Ja, oh, RIP meine Seelen, ey. Gut, Seelen nicht so schlimm. Ich brauche Glimpses erstmal für die ersten paar Skills. Oder ich brauche Glimpses für alle Skills. Also es funktioniert ungefähr so, für das Killen von Gegnern bekommt man, naja, nicht Seelen, Tar heißt es, also Pech quasi. Und das ist unten links, nee, unten rechts in der Leiste die linke Zahl und die rechte Zahl sind Glimpses. Das sind einfach eine zweite Währung prinzipiell, die man aber beim Tod nicht verliert. Und die, hat etwas Delay. Ja, hat's. Aber nicht mehr als eben auch. Ich glaube, das ist einfach, der Rechner packt beides nicht gleichzeitig. Oh, Jesus. Okay. Aber, okay, gut. Das hätte eben passieren sollen. Das war sowas von der Parry. Fuck off. Naja, man muss so viel früh parieren. Parieren. Ja, komm, ich mach's aus. Komm, ich mach's aus. Das bringt ja nichts. Keine Sorge, Chad, wenn wir später mit Witcher machen, Witcher 3 weitermachen, dann schalte ich sie wieder an. Und dann könnt ihr euch wieder an meinem glorreichen
Lichtspiel in meinem Haus, Wohnung ergötzen. Plonk. Allein deswegen ist das Spiel schon wert. Kann ich die? Kann ich die? Laute in die Bärenfalle. Shit. Do it! Will nicht. Oh ja, richtig. Nicht schlimm, dass die Cam aus ist. Das sagst du jetzt. Ich finde es schlimm. Ich will euch doch sehen, Chat. Wie soll ich euch denn sehen ohne Kamera? Gott. Yikes. Okay. Wir versuchen das Parry-Ding nochmal. Das war zu früh, glaube ich. Manchmal, okay, man muss, glaube ich, das Ding unglaublich nah an dem Ding dran stehen, damit es funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Weißt du was? Ihr zwei könnt mich mal. Obwohl, ich muss die, glaube ich, killen, sonst pulle ich die mit mir mit. Ja, ist gut. Boom! Oh. Wobei man, glaube ich, auch die parryen kann, wollte ich gerade sagen. Okay, ich muss es sein, was mit dem Parry. Ich kann es einfach nicht. Um dann quasi mit einem Parry mit leerem Balken bekommt man trotzdem, also bekommt man keinen Heal dafür, aber der Parry-Balken, der Repost-Balken füllt sich damit. Jo, Junge. Chill. So, lass mal sehen, was wir jetzt an Skills irgendwie kaufen können. Also wahrscheinlich nichts, weil wir nicht genügend Seelen haben. Yes. Aber sollten theoretisch schon relativ. Ah, wir brauchen erstmal 500, um das Ding freischalten zu können. Um mein. Ja, um den Skillbaum überhaupt freischalten zu können. Dann lass mal gerade hier die Farmen. Ich glaube, oben die dicken bringen mehr als hier die schnellen. Oder wir machen den kleinen Miniboss am Anfang. Good, good, good shit. Good. Sehr schön. Junge. Ist mir klar. Jetzt lebt er noch. Your
Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Okay. Keine Hektik. Das Kampfsystem braucht einiges an Geduld und Fingerspitzengefühl und Zurückhaltung im Kampf, die ich gerade nicht zeige. Ja. Nimm die. Okay, gut. Junge. Ich hab den anderen Körper aufgehoben. Gott, will die mich verprügeln, ey. Die sind echt nicht schwer, die zwei. Ich weiß, warum ich so viel mehr Probleme habe mit denen als das letzte Mal, weil ich das letzte Mal mein Schwert upgraded habe. Und das habe ich diesmal nicht. Ah, richtig. Also machen wir weniger Schaden, also sterben die mit... brauchen die viel mehr Angriffe, bis sie sterben. Gotcha. So, pass mal auf. Jetzt habe ich nur einen gepult. Das ist natürlich Easy Mode. Die geben 32 Seelen. Gut, ne, das lohnt sich auf jeden Fall nicht, die zu farmen. Aber da liegt noch was. Hi. Ja. Das meine ich. Ich habe, wenn man mein Schwert einmal upgradet, das machen wir auch gleich, dann macht man mit einem Schlag ungefähr ein Viertel an deren HP-Balken an Schaden. Und davon bin ich gerade weit entfernt. Gut, ne. Ich gehe zuerst mal... Oder habe ich schon so ein Ding jetzt eigentlich bekommen? Oh, ich habe meinen... Ne, ich habe das Hollowed Sword schon upgraded einmal bei Default. Und jetzt bräuchte ich halt Etching Acid, um das Upgrade zu bekommen. Oh, und Tarnished Seal Runes boosts the healing effect of empowered reposts, boosts resolve acquisition. Okay, aber ich glaube, diese beiden Upgrade Materials hier gibt es in der Demo gar nicht. Ich habe sie zumindest nicht gefunden. Lass doch mal gerade sehen, was hier oben die Boys an... an HP geben, an Mana, Stamina, Tar geben. Tatar. Ja, hier ist doch immer noch ein Dritter, der mir entgegenwurschtelt. Wenn ich die beiden halt jetzt eben... Gut, auch okay. Gegen die beiden kämpfen. Ja, kommt erstmal zwei auf einmal, das ist gut. Was macht ihr denn da? Okay. Wow, natürlich. Oh! Jetzt hatte ich Cooldown auf meinem hart werden. You boys! Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du anschaust. I'm sorry, what? Da kommt der dritte. Ist das jemand, der Chrome benutzt? Wiedergabeprobleme. Chat. Sonst noch wer Stress? Mit dem Stream.
Hast du mal neu geladen, die Seite? Wahrscheinlich, ne? Oh Gott, das geht. Das geht. Jetzt habe ich doch drei auf einmal. Ne, ich muss einen pullen und die nacheinander killen. Zwei ist echt nicht valide. Bescheiden? Wieso, Lopus? Warum geht's dir bescheiden? Musst du ständig? Hm. Ach Quatsch, jetzt bin ich wieder... Hm. Hast du mal Cache geleert des Browsers? Das hilft manchmal. Kopfschmerzen? Völlig ausgelaugt. Dann, liebster Lupus, lehne er sich zurück, entspanne sich, Füße hoch. Werfe 2 bis 8 Aspirin ein und lass dich ein bisschen von mir besäuseln. Lausche meinen Wutschreien, während ich mach schon 48 Stunden? Warum? Sip this and you'll see. Achso, du bist noch keine 48 Stunden wach. Das habe ich gerade so interpretiert. Ich weiß nicht warum. Feels bad, man. Hast du es öfters oder? Das nicht. Ich dachte schon gerade, uff. Das wäre ein bisschen krass. Nur entspannen. Was willst du machen? Wenn der Körper nicht will? Ja, dich brauche ich, genau. Wenn der Körper sagt nein, kannst du nur chillen und alles Mögliche tun, damit es wieder besser geht. Nie so krass. Wetter vielleicht? Kreislauf? Oh, Frosch, geh weg. Es ist ja in gewissen Bereichen Deutschlands wieder sehr unangenehm von den Temperaturen her. Hier geht's eigentlich. Aber ich hoffe, dass dir bald besser geht. Und dass dich länger einhält. Ja, ist mir... Natürlich kommt der Zweite jetzt um die Ecke. Leckt mich doch am Arsch. Ja. Nö. Nur einer, bitte. Jeder nur ein Kreuz. Komm her. Frosch. Fuck off. Das ist mir klar. No. Oh Gott, das hat der. Gut. Kannst du in die Richtung rollen, die ich drücke, bitte? Das wäre echt nice. Sowas von gerollt, aber egal. Sind noch auf dem Weg der Ursachenforschung. Ich höre nichts, weil Sumi staubsaugt. Und ich kann keine Handzeichen machen, weil die Kamera aus ist. Was machen wir da jetzt? Sumi, staubsaug mal leiser. Ripp. Weißt, du kommst gleich von der Seite, Kollege.
total unnötig mich hart gemacht. No reason, Boner. Okay, hello, Internet. Kann man dich hier... Man kann dich lesen, Bibi. Ist der andere irgendwie gestorben? Ein anderer Benutzer? Ein anderer User? Was hast du denn wieder für Stress mit deinem Internet? Ja, also der Sprungangriff ist äußerst stark. Und man braucht echt nicht viel Anlauf dafür. Man kann eigentlich so fast aus dem Stehen raus machen. Blau, blau. Wo bin ich jetzt eben gestorben? Da oben, glaube ich. Ja. Ne? Ich verstehe das Parry-Timing noch nicht ganz. So, jetzt haben wir zumindest mal 700 noch was Seelen. Damit können wir schon mal quasi die Fähigkeit jetzt kaufen, dann Skills kaufen zu können. Komm mal her. So geht das. Boy! Gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Bye! Oh mein Gott! Eine zweite Hellebarde. Anderen Browser angemeldet, ging nicht mit dem Main-Account. Wie strange! Anderer Browser, aber ich hasse ihn jetzt an. Vielleicht weil du in dem anderen Browser noch mit deinem Main-Account eingeloggt bist? Ich weiß es nicht. Achso, nee. Ja doch, aber nee, komme ich gleich wieder. Lass mal sehen. Jetzt kann ich zumindest anfangen, Skills zu kaufen. Und dann auch Upgrade Materials zu kaufen. Yes, slowly now. Ich kann euch nicht sagen, woran mich ihr Design erinnert. Hat ein bisschen was, wenn man die Maske sich wegdenkt von der Firekeeper-Tante aus DS2. They foretold the truth more terrifying than any other. Those who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor-thin line between existence and non-existence. And nothing in between. So, Teal, die Acolytes. Also ja, haben wir. Und jetzt können wir theoretisch halt noch Skills für den kaufen. Die meisten sind in der Demo noch gelockt. Aber wir können quasi kaufen Excretion of Foresight and Empowered Repose. Teal will sometimes release a poisonous cloud. Das ist eigentlich ziemlich unnötig. Of Yearning. Ja, taking poison damage heals Teal for a portion. Das ist ziemlich geil. Das will ich auf jeden Fall als erstes. Hab ich noch so Tar quasi im Inventar? Ich glaube. Glimpse. Mehr Glimpses. Urgent Tar. Slurry Tar.
Remnant of Tar. Es gibt ein so ein Tar-Ding. Wenn ich das benutze. Ich glaube, das war das Ungent Tar. Wenn ich das benutze, dann fliege ich aus meinem Körper raus, glaube ich. Wobei, steht Currency hier. Moment, erstmal hier. Remove Quickslot. Inferior Moonshine. Brauche ich auch nicht auf dem Quickslot. Das eigentlich auch nicht. Slurry. Currency. Currency. Ich benutze mal das hier. Okay. Das hat mir schon mal 750 Tar gegeben. Das reicht schon mal, um ein paar Skills zu kaufen. Gut. Sip this and you'll see. Bin über Firefox drin, aber das wäre echt komisch, wenn man sich nicht in mehreren Browsern anmelden kann. Ja, das ist relativ normal. Du hast ja immer eine Session von deinem Benutzer, läuft ja über... Ne? Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, aber es würde mich nicht wundern. Kann ja auch bei diesen den gleichen Account nutzen, mehrere Streams auf einmal schauen oder im Handy. Ja gut, das wäre was anderes, ne? Aber ich weiß auch nicht, wie das Ding funktioniert. Ich sag nur, es würde mich nicht wundern, wenn du dich mit dem gleichen Benutzer nicht über verschiedene Browser anmelden könntest. Also, die normale Reaktion wäre dann, du meldest dich neu an und die alte Session wird gekillt, also deine alte Anmeldung wird quasi abgemeldet. Wobei, ne, bei genauer Betrachtung, das habe ich auch schon ausprobiert. Das passiert nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es dir auch nicht. Aber schön, dass du jetzt hier bist. They mixed droplets of tar with muddy spirits and made no promises of salvation. We drank heartily, stumbling from one camp to the next. We rotted like joyous animals in the filth. Nice! So, jetzt haben wir zumindest die Fertigkeit. Wenn wir jetzt von Gift. Nee, wenn wir vergiftet sind, so rum, dann werden wir stattdessen geheilt, statt vom Gift Schaden zu bekommen, was sehr cool ist. Was ist das hier? Use item to reveal its effects. Okay, gibt 80. Dann war es das hier Ding, glaube ich, was mich aus meinem Körper raushaut. Nee, auch nicht. Ich hätte schwören können, es gibt ein so ein Tar-Ding, was das macht. Okay. Glimpse of Fertility. Use to reveal its effects. Plus ein Glimpse. Plus zwei Glimpse. Jetzt haben wir schon wieder 900. Sehr gut. Sammelst du hier halt Met. Du kannst dir theoretisch den Met, den du hier gesammelt hast, auf deinen Hauptaccount übertragen. Oh shit. Jetzt habe ich das losgetreten. Med-Farming. Oh shit. Mit Twinks? Med-Farming. Nee, Chat, nein, aus. Gain Bonus, wenn low on Stamina. Yeah, guck mal hier, knapp 80 Med. Gains 20% Chance to lose Stamina instead of Health. Das ist halt echt gut. Brauche ich aber noch 5 Glimpses. Kriegen wir hin. Aber mit dem Tar, den ich jetzt besitze, könnte ich schon mal Upgrade Materials für die Waffe kaufen. Das lohnt sich nicht. Tja. Dann kannst du mal Sauftour machen. Vielleicht kannst du aus den knapp 80 ein bisschen mehr machen. Das heilt mich jetzt zum Beispiel, wenn ich vergiftet bin. Und da das Froschgift relativ lange anhält, ist es eigentlich ziemlich effektiv. Und es gibt sogar im Dungeon unten noch mehr Quellen der Vergiftung, die ziemlich lange anhalten. Wehe, es macht keiner mit. Direkt Aggro. Statt Leute davon zu überzeugen, mitzumachen. Einfach drohen. Ist auch gut.
Guck mal, schon auf 6 hoch. Nice. Wo kommst du jetzt her? Das waren doch schon 2, oder? Shit. Okay, das war eher schlecht. Nice. Der Herr Titterich. Ajo. Gnorwind. Na du. Wie geht's? Guck mal hier. Was nicht gut funktioniert, sind solche, ich nenne sie mal Panik-Parries. Die gehen immer in die Hose. Wenn man das von vornherein gut timet, dann sind die gar nicht so schwer. Erstmal das Wichtigste im ganzen Spiel. Pet the cat. Well, rip meat. My, oh my. Aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Meine Freundin und hab ihr Unterstützung geboten beim Einrichten ihres Streams. Ja, nice. Surely there's something you'll fancy amongst my collection. Sehr umsichtig von dir. Okay, jetzt können wir so ein Upgrade-Ding hier kaufen für mein Schwert. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Was der Large Bolt jetzt macht, weiß ich gar nicht. This oversized bolt weighs heavily in one's palm. It appears as if the bolt is unused, discarded like rubbish. Such a cumbersome missile must have been forged in Muraden. The Neoretics had a little desire for convenience, preferring to invent that which would challenge its wielder. Ist das eine Wurfwaffe? Ich weiß es nicht, was das da ist. Aber es kostet 800 Tar. Und das ist viel. Good. Karma is a bitch. Tja. Glücksspiel betreiben, dann darfst du dich nicht wundern, wenn man verliert. That's life. You win some, you lose some. It's all the same to me. Direkt Pluspunkte, auch wenn ich niemals spielen werde. Warum nicht? Ist echt gut bisher. Also echt gut. Sarun, schönen guten Abend. Oh, Mortal Shell. Indeed. Habe ich nicht so gefeiert, fand die Beta nicht so doll irgendwie. Okay, was hat dich gestört? Ich meine, klar, ist immer Geschmackssache, ne? Hat dem einen gefällt, geht dem anderen auf die Nüsse zum Beispiel. Aber bisher, das Kampfsystem ist noch ein bisschen befremdlich. Aber mir macht's echt Laune bisher. Also ich brauche noch... Ich kann mein Schwert jetzt upgraden, aber ich brauche noch 2 Glimpses. Erst mein Controller wurde nicht erkannt. Okay, gut. Dass das Spiel noch technische Probleme hat. Gut, da stimme ich da vollkommen zu. Das crasht auch bei mir ab und zu. Ist halt bei einer frühen Version, kann man damit davon ausgehen, dass sowas vorkommt. Daran darfst du dich nicht stören. Wenn das die Versteinerungsmechanik dich stört, das ist was anderes. Das kann ich verstehen. Wobei ich es eine
kluge Art und Weise finde, die Art und Weise, wie ein Block- oder Parry-System, wie es zum Beispiel jetzt in Sekiro drin ist, auch sinnvoll funktioniert. Ne? In Sekiro kannst du quasi so gut wie jeden Angriff abbrechen in der Animation und in eine Block-Animation übergehen. Und das sieht halt bei 3D-Spielen immer scheiße aus, weil du quasi eine Animation ruckartig abbrichst und in die nächste übergehst. Und das hast du hiermit halt klug gelöst, indem du sagst, okay, mein Blockvorgang ist keine eigene Animation, sondern nur, ich werde zu Stein. Ich behaupte jetzt mal, die Entwickler haben so gedacht. Ja, kommst du? Nice. Ah, natürlich. Verkackt's. Verkackt's. Noch ein Glimpse, nice. Erste DS1 Remaster durch und gerade DS2, das sieht man direkt vergleichen. Natürlich, es ist ja ein Souls-like. Komm, Frosch. Das war eher schlecht. Wie lange hast du es denn gespielt? Wenn ich mal so fragen darf. Okay. Okay, wow. Es hat für mich auch eine gute Zeit lang gedauert, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Ich habe jetzt auch... Oh Gott, natürlich. Jetzt überlebt er mit 3 HP. Ja gut, 10, 15 Minuten. Dann, ja, okay, gut. Du musst dem Spiel schon so ein paar Stündchen Zeit geben, damit warm zu werden. Das ist dann relativ normal. Gerade wenn du ein anderes Spielprinzip gewohnt bist. Oh, weißt du, was wir gleich machen? Das ist gut. Ich meine, du kannst in dem Spiel dich hinsetzen und lauter spielen. Was willst du mehr? Ich habe nicht gesagt, gut lauter spielen. Aber die Laute ist ein sehr gutes Beispiel, um das Familiarity-System quasi dem Spieler nahe zu bringen. Denn je öfters man einen Gegenstand benutzt, desto mehr versteht man, wie der funktioniert. Und das ist bei der Laute eigentlich ziemlich offensichtlich. Jetzt können wir schon besser. Ist natürlich nicht sehr repräsentativ, wie Gitarre spielen oder lautes Spielen funktioniert, aber Repetition makes perfect. Vielleicht brauchst du mehr als 2 Versuche, um sowas spielen zu können, aber genau, der Gedanke zählt. Wo war die Leiche jetzt? Da unten, da liege ich. Komm her. Ich würde sagen, der größte Kritikpunkt ist wahrscheinlich das Heil- und Parry-System. Das könnte auf lange Sicht wirklich zu Problemen führen. Und das führt auch schon, finde ich jetzt,
bei dem Boss dieser Demo zu Problemen. Wirklich? Okay. Oh, diese Pike. Okay, ja, gut. Ist schon klar, wenn ich in eine Pike reinlaufe, kriege ich Schaden. Ja, okay, my bad. Vollkommen realistisch. Aber so denkt man nicht als Spieler, ne? Sobald die Angriffsanimation vorbei ist, kann ich auf den drauf rennen, ne? Ne, kannst du nicht, weil die Pike im Weg ist. Ich hasse Piken. Ich hasse Piken. Gargamel jemand? Nee? Schlümpfe? Nee? Okay. Die Schlümpfe haben nicht nur Musik gemacht, das war früher auch eine Zeichentrickserie. Sip this. Hier. Teal gains 20% chance to lose stamina instead of health. Das wäre auf jeden Fall was sehr Geiles. Alternativ hätten wir noch Empowered Repost oder Gain Bonus Damage when low on Stamina. Das hätte ich auch ganz gerne. Wir können wohl auch beides einfach lernen. Dann müssen wir noch eine Runde farmen. Choked my vision and tears welled in my eyes. The world itself burned white hot, but beneath it all there was nothing. No monsters. No gods, only oblivion. Only Skyrim. The consecrated fires revealed cinders and shadows, yet I strained to see more. Surely these sages offered more than the assurances of annihilation. Ich frage mich, ob es auch noch Magierklassen gibt. Das finde ich echt cool. Ja, wir könnten uns auch durch den Rest der Höhle durchkloppen, aber das Farmen geht in der Tat bei den Leuten hier schlichtweg am einfachsten. Ja, komm her. Ja, so richtig viele Seelen geben die auch nicht, aber Verzeihung, so richtig viel Tar geben die auch nicht. Wer will? Ja? Sicher. Na komm. Ah ja, das war natürlich sehr klug, das da. Och, was mache ich denn da für einen Scheiß? Uff. Superior Moonshine? Gerne. Schon wieder, ich Depp. Ich glaube, ich brauche... Oh, ist noch was. Noch ein Glimpse, nice. Reicht es schon? Ich habe nicht mehr aufgepasst, wie viel ich eigentlich brauche. Verdammt. Ich habe aber auch keine Bonus- Geschichten mehr. Okay. Du bist einfach gleich fertig, ne? Yep. Yay! Hat irgendwer aufgepasst, wie viel Tar ich für den Skill brauche? Oh! Nee, weißt du, was wir zuerst machen? Mich heilen.
Schade, dass man sich nicht irgendwo einfach so heilen kann, ohne in die zu der Tante da unten zu laufen. Also wenn du stirbst, verlässt du deine Hülle, richtig. Wenn du die wieder einnehmen kannst, was passiert, wenn du komplett stirbst, dann bist du einfach tot und respawnst dann irgendwo an einem Bonfire oder hier in der Demo ist es halt jeweils am Anfang des Gebiets. Ich schätze mal, im fertigen Spiel sind da solche Checkpoints. Wie es ein Souls-like halt ist. Du kannst dich aber auch nur einmal in deinem Körper deinen Körper wieder einnehmen. Oh, noch 7, okay, noch 200 Seelen. Wie wär's, wenn wir jetzt den ersten Boss verprügeln gehen? So schön kühl hier. Man könnte fast meinen, es wäre kalt. Anonym, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. It's getting cold in here. So put on all your clothes. I am getting so cold. Brr. Nee, ich weiß auch nicht. Niki! Dark Souls sah auch schon mal besser aus. Ja, als er nicht geremastert war. Da sah es noch besser aus. Damn. Na, Henne Klinger, wie geht's Ihnen? Schön, dass Sie reinschauen. Kommst du her? Ich brauche dich eigentlich gar nicht, ne? Ich brauche dich gar nicht. Ich kann auch so. Hast schon gespielt? Niki. Shortle Mel. Oh no, Butter. Es geht wieder los. Nee. Nee? Kein Geld? It is for free aktuell, die Demo. Kannst du dir im Epic-Store runterladen. For free. Wenn du mögest. Ist die Beta? Genau, richtig. Die ist für Ume. Markus, moin! Ist das Game so? Sehr geil. Die Lernkurve zu Beginn ist echt hart. Aber ich bin auch dumm. Das hat vielleicht nicht geholfen. Aber es macht echt Laune, wenn man den Trainer raus hat. Ihr seht vielleicht nicht so aus, aber spielt sich ein bisschen wie eine Mischung aus Souls und Sekiro. Gut. Das war sehr gefährlich. Ich meine, erstmal muss ich bei Epic meine anderen Spiele wieder einfügen. Erstmal muss ich bei Epic meine anderen Spiele wieder einfügen. Ich weiß nicht, was das heißt. Markus, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Chat, get ready for Miniboss Nummer 1. Okay, der ist schon nicht Pillepalle unbedingt. Gut, gut. Falsch und schlecht. Jetzt habe ich meine Härtung released aus Versehen. Step. Okay. Chat, ich habe aus Versehen aufgehört, hart zu werden. Ist mir noch nie passiert.
okay. Ich habe dem letzten Playthrough ein bisschen sehr viel geübt. Ja. Genetics, hi, einen wunderschönen guten Abend. Ist es das Spiel, wo du die Gegner deiner, die Körper deiner Feinde übernehmen kannst? Nee, du übernimmst andere Körper, richtig, aber nicht die deiner Feinde. Zumindest ist es in der Demo nicht so. Es ist mehr, dass du quasi die Körper anderer Krieger übernimmst, die potenziell in dem Augenblick, wo du sie findest, schon tot sind. Schätze ich mal. Wollte mir schon eine Weile mal etwas mehr dazu anschauen. Passt ja gut, dass du es gerade spielst. Du hast halt jetzt die erste Session verpasst, wo ich halt gefühlt eine Stunde lang gegen die Wand gelaufen bin, weil ich so doof bin. Inzwischen habe ich einigermaßen raus, wie das funktioniert. Kann es aber vielleicht dir ganz gut zeigen, wie der Rest der Demo so funktioniert. Ziel ist es, den Boss zu schaffen, der am Ende der Demo sitzt. Und der ist echt gar nicht so easy. Ist halt ein Souls-like, ne? Souls-like ist meistens so ein Begriff, wie die funktionieren. Problematik bei diesem Souls-like ist, du kannst dich nicht wirklich heilen. Nicht wirklich. Im Sinne von, dass sich Epic die Spiele kennt. Im Sinne von, dass Epic die Spiele erkennt, die installiert sind. Okay. Und das heißt. Ah gut, du musst Epic runterladen, dann tut es die Spiele reinitialisieren quasi und dann. Aber macht nicht. Hindert ja nicht, ne? Okay. Im Trailer sah es so aus. Ja, kann gut sein. Ich habe den Trailer gar nicht mehr so im Sinne. Aber ja, prinzipiell übernimmst du andere Körper. Zockst du über die Xbox oder am PC? PC. Und mit einem Xbox-Controller, aber am PC. Ich glaube, die Beta oder Demo oder was auch immer das ist, die gibt es auch nur für PC. Aber ich kann es nicht beschwören. By the way, das ist nicht das fertige Spiel, ne? Es ist eine frühe Demo oder Beta oder was auch immer. Was du hier in dem Spiel siehst, muss nicht unbedingt das fertige Spiel repräsentieren. Es ist Souls-like, richtig. Genau, aber die Spiele sind halt nicht installiert. Ja und? Das heißt, der installiert die dann automatisch? Ne, oder? Wenn du jetzt den Epic neu installierst, dann sagst du einfach, ja, ich weiß, ich habe diese Spiele, dankeschön. Ich möchte aber bitte nur Mortal Shell installieren. Ach, die Spiele sind... Okay. Moment. And the flames leapt at his touch. Drawing back his blackened fingers. He drew a sigil of ash beneath my eyes. The soot burned against my cheeks, growing hotter with each word of purification. So vom Artstil her und von der Lyrik, die so im Spiel verwendet wird, hat es auch ein bisschen was von Blasphemy. Blasphemous. Ne, so ein bisschen auch der Grafikstil, jetzt wo ich drüber nachdenke. 3D Blasphemous. Geil. Ja, okay, ich verstehe. Die Spiele sind da, aber noch nicht initialisiert. Aber das hindert dir auch nicht, Niki, oder? Hat den PC neu aufgesetzt. Top, danke trotzdem für die Infos. Gern geschehen. Gar kein Problem. So, ich würde sagen, es ist Zeit, uns von dem Boss richtig fies die Schnauze verprügeln zu lassen. Hältst du denn davon? Shit. Ich hab den kommen sehen oder hören oder irgendwas. Ja, gift mich. Vergift mich, Daddy. Dadurch, dass wir uns durch Gift heilen, können wir das quasi nutzen, um
um uns jetzt quasi auf dem Weg zum Boss nochmal zu heilen. Pass mal auf. Es gibt hier nämlich so einen coolen Gegner. Den haben wir jetzt hier in dem Playthrough noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn halt schon. Der hat Schwerter in sich und wirft die. Wenn er aber halt am Verrecken ist oder kurz am Sterben ist, dann macht er das hier. Dann macht er... Jetzt mach das nicht, du Arsch! Gut, fick dich. Okay, ich sag nicht, was er macht. Ihr seht's beim nächsten dann wahrscheinlich. Reine Blasphemie! Similar Creature, einen wunderschönen guten Abend. Prügeleien sind immer gut. Einen Abend. Hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Boi. Nope. Ja, aber knapp das. Oh, Jesus. Okay, so, könntest du jetzt kommen? Ja. Moment. Könntest du rüberkommen? So. Oh, shit. Roll, bitte. Roll. Keep rolling, 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 rolling. Come on. Do it. Do your thing. Ja, das. Der reißt seinen eigenen Kopf ab, wirft den auf uns, macht Schaden damit und sein Körper strömt dann Gift aus. The fuck? Zum Glück heilen wir uns durch Gift. Moment, seht ihr überhaupt, wie lange das anhält, das Gift? Ne, tut er gar nicht. Ich mach's mal so. Das hält ziemlich lang an und heilt uns dementsprechend ziemlich lange. Ich weiß nicht, ob unser Thief-Mensch dann irgendwann auch Giftangriffe bekommt, aber ist schon so ein Giftelementar-Typi. Ja, Martin. Bad Hair Day. Nee, in der Tat packt mein Rechner einfach das Game in der Auflösung und in der Framerate und Kamera nicht gleichzeitig. Kann auch daran sein, dass der Treiber von der Kamera einfach scheiße eingestellt ist. Ja, ja toll. Da ich aber seinen Kopfangriff quasi mit Hartwerden einfach blocken kann, ist der Angriff irgendwie so ein bisschen lächerlich, ne? Bye! Oh Gott, nicht bye. Ja. Du Arschsack! Jetzt wirft er mich da runter, ich raste aus. OBS ist manchmal komisch. Ich glaube, es liegt gar nicht an OBS. Ich kann es aber auch nicht beschwören. Das Game ist ressourcenfressend, das ist richtig. I've kept your flesh safe. Ja, ist was dran. Red, als die Capture Card 22. Na gut, dadurch kam es auch zu Tonaussetzern. Gut, ja, wenn du halt das Game zweimal capturest, klar, dann verträgt sich das meistens nicht so gut. Aber das merkt man halt nicht immer, wenn man das tut. Kannst du rollen? Okay, dann nicht. Ich war vielleicht out of stamina. Nur in zwei verschiedenen Szenen. Obwohl nur eine. Ja, was OBS mit Dingen tut, die in nicht aktiven Szenen funktionieren, ist in der Tat manchmal ein Mysterium. Oh Gott!
Ah, hier hat gar nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Gott. Heil mich, Gift Daddy! Kommt jetzt weit angeheatet. Oh Gott, nicht. Nicht umzingeln, bitte. Kamera, bitte. Beziehungsweise nicht Kamera, aber mehr Rollrichtung, bitte. Die Schwerter sind so Auto-Aim-Drecksäcke. Fuck. Oh, ich und Perry, ey. Ja, mach Kopf. Danke. Aber als OBS-Neuling wie sie, kannst es halt nicht wissen. Ja, ja. Aber so ziemlich alle Streaming-Tools sind nicht sehr einsteigerfreundlich. Zumindest. Vielleicht Steamlabs OBS. Habe ich nie so probiert. Also habe ich einmal probiert. War ganz in Ordnung, aber mehr auch nicht. Also, aber hey, wir haben ihre Tonqualität gefixt und ich habe ihr erklärt, wie sie Greenscreen ohne teure Zusatzsoftware einrichten kann. Wait, Greenscreen? Zusatzsoftware? The first martyr gave neither blood nor body, nor No, he gave up so much more to preserve our faith. He gave his living memory, all that he knew, all that he glimpsed, sealed within eyes, all that thaws. Open your mouth and harden your heart. Receive the gift. Remember what came before. Es gibt Entwickler, die Software zur Greenscreen-Nutzung? Das ist ja Beschiss. Das ist straight up Beschiss. Hallo? Greenscreen? Fucking Color Keying? Das kann jedes Tool, was irgendwas mit Bildbearbeitung machen kann. Jetzt. Was machst du denn, Kollege? Ja, ist mir klar. Nach Beleuchtung nimmst du zwei Filter mit Color Key, eine helle für. Kannst du bei OBS nicht auch eine Range einstellen? Ich weiß es gar nicht mehr. Au, cool, dankeschön. Wobei muss man auch sagen, die Einstellungen, die man halt treffen kann in OBS, um den Greenscreen, um den Color-Key-Effekt quasi zu kontrollieren, sind nicht so toll und auch nicht so selbstverständlich. Also ich bräuchte auch deine Giftwolke eigentlich, ne? Gut. Plan. Ja, hier, Large Bolt. Was ist denn das überhaupt? Was macht das Ding? Ist gar nicht hier. Also, nee, das ist dann. Consumables, Star, Glimpses, Unlimited Use, Equipment. Equipment?
Large bolts. Equip. Mhm. Okay. Mit der Range ist manchmal ein bisschen tricky. Ja, ist auf jeden Fall. Eine feste Beleuchtung. Okay. Aber schön, die Nacht 10 mal wieder zu sehen. Nice. Und nicht nur Sprachnachrichten auszutauschen. Weißt du was? Leute manchmal sehen, statt mit denen nur zu texten. Das ist eigentlich voll cool. Sich IRL treffen. What? Gibt's denn sowas? In 2020 Menschenkontakt? Gott, das war falsch. Könntest du rollen, wenn ich rollen drücke? Du Arschkack! Muss ich eine Ratte am Spieß essen? IRL treffen? Ja, Niki. Es gab Zeiten, da war das nicht illegal. Okay, ich könnte vielleicht mal die Laute aus dem Inventar nehmen. Aus dem Quickslot rausnehmen. Ich weiß, Blasphemie, aber... Discord for the win. Wer muss Menschen treffen? Es tut dem Geist manchmal ganz gut, sich mit Menschen... Also Augenkontakt, im selben Raum sein und dann sich unterhalten. Ist manchmal echt gut. Ne? So menschliche Nähe ist tatsächlich was, was man braucht, so als Mensch. Boy, macht zart. Nein. Anonym, das ist nicht das Gleiche. Das Beste war, wir haben unsere Handys... weit beiseite gesteckt. What? Du hast nicht 70.000 Instagram-Messages davon gemacht, dass du den Freund gesehen hast. Dann hast du den nicht gesehen. Gibt keine Beweise dafür. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den Boss der Demo. Ein verdammtes Arschloch. No, no, don't do it, don't do it! Gott. No, no, ist Pilz. Nice. Ja, Eiszapfen, dankeschön. No, stop. No, shit. Don't do it! Könntest du... Oh, ich hab kein Stamina mehr. Stamina! Wand! Wand! No! Don't do it! Shit. Da war eine Wand im Weg. Fuck my life. Oh, ne, cool. Hab noch 3 HP, das reicht.
Ich bin mal weg. Ich press noch einen Pilz. Und dann, Kollege, dann geht's rund. Scheiße, komm mal her. Gott. Ich hab mir keine Angst. No, no. Weg, weg, weg. Ja, toll, ne? The Stunlock is real. Oh Gott, hier ist Sackgasse. Hi. Bei dir so? Ey, ich habe schon über die Hälfte. Ich glaube, so erfolgreich war ich erst ein, zwei Mal bei dem Kampf. Ja? Okay. Turn around. Und weg. Und weg. Er hat nie wirklich Downtimes irgendwie so gefühlt. Okay, dann greif nicht an. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Hauptsache, du bleibst sicher. Ich fress mal gerade einen Pilz, wenn das okay ist. Om nom 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 nom. Oh no, no. Oh, Stamina. Get fucked! First fucking try. Ich hab IRL gerade die Well, what is it Pose gemacht, aber das seht ihr nicht, weil Kamera aus ist. Holy shit! Fuck yeah! Hey! Mama, ich hab ihn besiegt! Bist du stolz auf mich? Moment, erst Loot. A cursed item. Solemn offering. Acquired. Warum habe ich hier cursed gelesen? Und golden bell. Mama, I did it. The Grisha. I did. Many died dragging that beast down here. He served as a slave, a guardian, that they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? Du bist genau wie meine lokale, Tavernenbetreuerin, aka Schankwirtin. You want another sip? You've reached the end of the preview. Congratulations, hope you enjoyed your time with the game. I did. Oniki, sip. Oh, das ist gut. Thank you for playing. Let us know about your experience on Discord. Fuck. Boss first try. Fuck. Nice. Nice. Das war echt richtig, richtig, richtig cool. Ich habe mir ein paar Mal die Schnauze verknöppeln lassen. Okay. Ich habe ein paar Mal nicht perfekt gespielt. Okay. Ich war ein paar Mal kurz salzig. Okay. Aber im Großen und Ganzen, holy shit. Richtig gut. Richtig gut. So gut. Chat, das war so gut. Ich würde behaupten, das hat sich gelohnt, dafür den Epic Store runterzuladen. Und das sage ich nicht leichtfertig, ne? Erstmal wieder aus Kamera-Plepp-Modus raus. Besser. Ich kann aber auch.
Ach so, ja. Ich weiß warum. Ist höher aufgelöst. Es gibt Full HD. Ich bin ein Idiot. Aber das da wegen meinen Lichtverhältnissen. Ne, passt. Wegen meinen Lichtverhältnissen macht Full HD und HD keinen Unterschied. Es gibt nur ein New Game Plus für die Demo? Weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so interessant für mich gerade. Moment. Na komm. Machen wir hier weiter.